Ich dachte, mein Job ist schräg. Aber... Hey! Hello. Ist das ein Star-Interview? Ich weiß nicht, wie macht man denn das? Ja. Star-Check. Star-Check. So schön, dich zu sehen. Dich erst. Dahlia, ich bin ein bisschen schockiert. Ich habe hier, du hast ja da meinen Sohn. Richtig, Stark. Genau. Ich hab dem jetzt Süßigkeiten gegeben. Ich hoffe, das ist okay, oder? Der isst eigentlich überhaupt keinen Zucker. Der fehlt ja, dir gleich. Aber der mag das voll. Sollst du mal probieren? Ja. Dann hört er nämlich sofort auf zu schreien. Klar, nach einer halben Stunde wird es dann noch schlimmer als vorher, aber. Ja, ihr hattet ja ganz schön viel Spaß, habe ich gehört. Wir hatten es richtig gut miteinander. Hm. Ich muss auch sagen, du hast deinem Sohn gut beigebracht, dass er sowohl spitze Kanten als auch knuddelig zugleich verkörpert. Ja, das hat er von seiner Mutter. Ja, das stimmt. Du hast ja deine Kanten. Ich habe meine Kanten und die leuchten und ich bin total schockiert, muss ich ehrlich sagen. Also da guckst du einmal nicht hin und dann spielt schon der eigene Sohn in so einem Disney-Mega-Film mit. Mega, ne? Cool, ja. Ja. Ich würde sagen, du bist sehr uninvolviert als Vater. Absolut. Also das hat ja bestimmt ein paar Drehtage gedauert, dass da hier... Ja. 5 Jahre habe ich mir sagen lassen. Echt? 5 Jahre. Unglaublich. Ja. Also für uns Sterne ist das hier einfach einmal geblinzelt und schon... Stimmt. Bist du jetzt gut. Eigentlich, also dich gibt's jetzt noch, oder? Wenn man Sterne sieht, dann weiß man ja immer nicht, ist das jetzt ein Bild aus der Vergangenheit? Nee. Und ist das so weit weg? Aber du bist schon jetzt mit mir in einem Raum. Absolut. Absolut. Okay, ich bin cool. Jetzt schon hingekommen, um das mal mit dir zu klären. Du bist ja Dahlia, richtig? Die Bäckerin in Rosas. Ja. Und wie sieht denn dann so ein Tag aus in Rosas? Also, was man bei Wish nicht sieht, ist ja, dass Backen auch viel Präparation bedeutet. Absolut. Also Dahlia ist eine Frühaufsteherin, ja. Sage ich jetzt einfach mal so, ja. Also aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm. Und dann wird morgens der Teig aufgewippt, also wird aufgeknetet. Ja, yes. Und das macht sie noch mit Handarbeit, die ist nicht so technisch. Die ist nicht so technikaffin, ja. Eher. Und dann, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Zuckerguss die richtige Konsistenz hat, damit man die Gesichtszüge von Magnifico in genügend Schärfe darstellen kann. König Magnifico. Ich habe nur Gutes über den gehört. Das muss ja ein fantastischer König sein. Du hast den Film noch nicht gesehen, ne? Ich will jetzt gar nichts sagen, aber es ist schon, also der Typ ist eine Packung. Das ist eine Packung? Ja. Ja, ja, sehr gut. Und du hast aber auch ein paar Freunde. Also ich meine, klar, du lernst meinen Sohn Star kennen. Klar. Später. Dann gibt es ja noch ein paar andere Leute. Richtig. Valentino, auch am Start. Mhm. Dann Simon ist auch immer mit dabei. Also ja. ich hab eine ganze Gang. Cool. Und mein persönlicher Liebling, um den ich mich gerne kümmere, ist Safi. Aber Safi hat auch viele Probleme. Es ist wie in jedem guten Freundeszirkel so, dass man einfach mal gucken muss, wie geht's denn den anderen und dann irgendwie versuchen muss, auch mit den Problemen der anderen umzugehen. Und ich glaube, Dahlia, also ich kann mich da sehr gut drum kümmern. Man hat da so ein paar Patienten im Freundeskreis. Richtig, ja. Das, du bist ja eigentlich die Chefin der Truppe? Ja. Aber da gibt es ja diese Ascher. Ihr seid ja alle 17, deswegen habe ich mir sagen Nicht lassen, alle. Einer ist schon 18. Einer ist schon 18? Ja. Und der durfte sein... Der ist auch ziemlich langweilig geworden, seit er 18 ist. Aber ich glaube, du schaust dir den Film am besten mal an, dann verstehst du mehr. Okay. Das muss man erklären. Also ihr seid in einem Land, wo man seine Träume hat und sie King Magnifico gibt, oder? Richtig. Das klingt seine super. Wünsche, genau. Ja. Wünsche, Träume. Also es ist nicht so ein Traum im Sinn von, gestern habe ich geträumt, dass ich von einem Stern interviewt werde. Nee. Und zwar nicht von der Zeitschrift, sondern einfach literally von einem Stern. Weil den Wunsch kann ich dir erfüllen. Oh wow, mit das mache ich immer, wenn ich Wünsche erfülle, dann mache ich die. Okay. Wenn ich traurig bin ich so. Dann im Augenblick bin ich happy. Nee, traurig ist mir zu traurig. Ja. Darum geht es auch nicht bei dem Weihnachtsfilm von Disney. Es geht schon darum, die Leute als Familie ins Kino zu holen und ihnen zu zeigen, es macht Spaß, sich Dinge anzuschauen. Gibt es denn so Do and Don'ts in Rosas, in deinem Land? Ja, Do ist einfach so schöne Kekse wie möglich backen. Hm. Und Don'ts würde ich aus meiner Perspektive als Dahlia sagen, ist die Realität zu sehr zu verklären. Also ich finde schon, dass es meine Aufgabe ist, auch Ascher immer mal wieder auf den Boden der Rührschüssel zu holen und ihr zu sagen, mach mal da nicht ganz so viel Backpulver rein, damit deine Wünsche vielleicht nicht ganz so aufgebläht aus dem Ofen rauskommen. Ja.
Mein Sohn hat mir verraten, dass einer deiner geheimsten Wünsche ja ist, selbst mal eine Disney-Prinzessin zu werden. Ja. Und Disney-Prinzessinnen machen ja eine Sache. Ja. Ganz besonders. Welche ist das? Singen. Singen, ganz genau. Und deswegen hat mein Sohnemann für dich einen Song. Ich finde es, ganz kurz, aber spannend, dass er mir das nicht direkt sagt. Nee, ich habe ja jetzt eine halbe Stunde auf ihn aufgepasst, ja, während du versucht hast zu pinkeln. Ja. Also, das ist ja nicht ein Kostüm, das ist ja einfach deine Haut. In meiner Haut, ja. Aber es scheint ja sehr schwierig zu sein. Absolut, ja. Ich kenne diese Regeln bei den Menschen nicht. Was macht ihr mit diesem Knopf? Was muss man damit machen? Aufmachen. Ah, okay. Ja, du hast ja auch schon gemerkt, dass mein Sohn nicht so gerne. Hier, ich gebe dir das mal. Super. Können wir zusammen singen. Dankeschön. Hat ein wunderschöner Song. Ich weiß zwar nicht, wer diese Hazel ist, über den er singt, schreibt. Aber, aber ich glaube, also ich als Dahlia würde super gerne mal eine Prinzessin spielen, die Hazel heißt. Ja, das finde ich gut. Wir können das jetzt zusammen machen. Es ist die Melodie, hat sich mein Sohnemann ausgedacht. Dieses na, 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 na. Wenn ein Witz in finsterer Nacht frech dir mal entgegen lacht, schau zu Hazel und du hast drei Lachen. Frei. Ah, jetzt bin ich bei dir drin angekommen. Ja. Jetzt bin ich an. Wird das Leben dir zur Last, wenn du einmal Kummer hast? Schau zu Hazel und der Kummer ist vorbei. Sei, du kannst ruhig mitsingen, Star. Ja, darüber klar. Diese Welt ist wunderbar, schau zu Hazel und es werden Witze wahr. Unglaublich. Das hat dein Sohn geschrieben. Ja, das hat mein Sohn geschrieben. Echt Talent. Er ist nur 5 Millionen Jahre alt und er hat das ganz alleine gemacht. Perfekt. Meine Mama hat ein bisschen geholfen. Ein brennender Gesteinsbrocken, der die Wünsche wahr werden lässt. Ja. Kleiner Tipp, also ich bin total stolz, dass mein Sohn mitgemacht hat, aber beim nächsten Disney-Film. Ja. Kann ich da mal mitspielen? Also. Also. Bring doch alles mit. Ja. Warum nicht ein 100 Jahre altes, total tolles Unternehmen mit dir in der Hauptrolle gegen die Wand fahren? Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Ja. Ja. Und wir sprechen uns zu Hause. Mein kleiner Stern. Das gibt noch richtig, richtig Ärger. Das einfach gibt mal 5 Jahre abhauen. Ich dachte, mein Job ist schräg. Aber. Nee. Fahr jetzt direkt wieder hin. Perfekt. Dann komm gut nach Hause. Ich hoffe, dass ihr abgekapselt von der Öffentlichkeit ein Verkehrsmittel findet. Kannst du uns gerne mal besuchen. Ja, danke schön für das sehr normale Interview. Es hat mir große Freude bereitet. Ja. Komm, Sohnemann, jetzt spring. Los, hopp. So. Tschüss.